Hallo zusammen, dieses Mal geht es in unseren Reitl-Kanal um Bohrer, Hammer und Akkuzellen. Diese drei Komponenten vereinte erstmals Bosch im Jahre 1984 miteinander und es kam der erste Bosch-Hammer, also der erste akkubetriebene Bohrhammer heraus. Akkubetriebene Bohrhammer gibt es jetzt aber nicht nur von Bosch, sondern eben auch von vielen anderen Herstellern, wie ihr eben schon hier auf unserer Werkbank sehen könnt. Wir haben hier vier 18-Volt-Geräte aus der Kompaktklasse, die sich alle im preislichen Bereich von 250 Euro ohne Akkus bewegen. Ihr könnt die Geräte sowie die dazugehörigen Akkus natürlich in unserem Reitl Online-Shop finden. Im Vergleich haben wir heute den Bosch GbH 18V26, den Milwaukee M18 CHX, den Metabo KHA 18LTX BL24 Quick sowie den Festool BHC 18. Neben mir seht ihr auch hier ein paar Testobjekte, bei denen wir unsere Bohrhammer heute ausprobieren wollen. Wann brauche ich jetzt eigentlich so einen Akkuschlagbohrhammer? Es ist jetzt die Frage, was ihr mit den Geräten alles anstellen wollt. Ich möchte nur mal schnell den Vergleich zu einem Akkuschlagbohrschrauber machen, damit ihr seht, wo der grobe Unterschied liegt. Ich hole mal hier schnell den Akkuschlagbohrschrauber. Und der größte Unterschied ist eigentlich, sage ich mal, im Hub selbst. Wenn ich hier beim Schlagbohrschrauber andrücke, dann habe ich eine relativ hohe Schlagzahl. Und es ist aber so, dass der Hub insgesamt nur wenige Millimeter hoch geht. Hier geht es über einen Mechanismus, nämlich über eine Zahnscheibe. Bei den Akkuschlagbohrhammern ist es komplett unterschiedlich. Wir haben hier ein separates Schlagwerk, das einen Bolzen eben betätigt und der Bolzen bewegt sich hier über mehrere Millimeter und schlägt sozusagen das Werkzeug in das zu bearbeitende Material rein. Ich möchte es einfach mal kurz zeigen, wie das aussieht. Also wenn ich hier drauf drücke, dann sehe ich, dass meine Hand leicht vibriert. Ich lasse den jetzt mal ganz langsam laufen und dass das Bohrfutter eben hier auch mit vibriert. Ganz leicht. Wir haben nämlich hier jetzt eben ein ganz hochfrequentes, kleines Schlagen. Bei dem Metabo ist es hier auch gut ersichtlich, wenn ich das Bohrfutter mal abnehme. Dann habe ich hier vorne eben so einen kleinen Schlagbolzen. Und jetzt probiere ich mal mit dem Finger auf den Schlagbolzen leicht drauf zu gehen und auch die Maschine relativ langsam laufen zu lassen. Und dann sehen wir, dass der Stößel eben hier einen relativ großen Weg macht. Und der Weg ist nicht nur so groß, wie man den hier eben sieht, sondern im Dauerbetrieb schlägt er wirklich mehrere Millimeter hin und her. Ich zeige es mal kurz. Ich hoffe, man konnte den groben Unterschied jetzt sehen. Es ist halt so, dass dieser Bohrhammer mit relativ großer Energie das Werkzeug in das zu bearbeitende Material reinschlägt. Kommen wir erstmal zu den Grundfunktionen der Bohrhammer. Was soll ein solcher Bohrhammer alles können? Ich nehme hier mal den Bosch und hier sehen wir schon an der Seite, dass wir eine Bohrfunktion, eine Hammerbohrfunktion sowie eine Meißelfunktion haben. Ich habe dann in der Mitte zwischen Hammerbohrfunktion und Meißelfunktion noch eine Einstellmöglichkeit, bei der ich den Meißel eben in der Position verdrehen kann. Leider hat eines unserer Geräte hier die Meißelfunktion gar nicht. Ich rede hier vom Festool. Beim Festool ist es so, dass wir nur eine Hammerbohrfunktion und eine Bohrfunktion haben und die Meißelfunktion hier eben leider komplett fehlt. Das ist wirklich sehr schade, weil das Gerät an sich sehr handlich ist und auch gut eben in der Hand liegt und sehr hochwertig verarbeitet ist. Es ist auch leichter wie alle anderen Geräte. Wir bewegen uns bei den drei Geräten hier vorne eben im Bereich von ca. 3 Kilo ohne Akku. Wir haben beim Festool hier ein Gewicht von ca. 2 Kilo ohne Akku. Andere technische Merkmale sind dann die Leerlaufdrehzahl, die Schlagzahl sowie die Schlagenergie. Bei der Leerlaufdrehzahl und der Schlagzahl hat ganz klar Milwaukee hier die Nase vorn. Wir haben hier eine Leerlaufdrehzahl von 1400 Umdrehungen pro Minute und eine Schlagzahl von 5100 Schlägen pro Minute. Bei der Schlagenergie, was für mich eines der wichtigsten Merkmale der Bohrhammer ist, hat ganz klar Bosch die Nase vorn mit 2,6 Joule pro Schlag. Das ist die Kraft, mit der das Werkzeug eben auf das zu bearbeitende Werkstück dann draufschlägt. Ein wichtiges Thema ist auch das Thema Vibration. Hier ist es wichtig, dass der Schlagmechanismus möglichst wenig Energie auf eure Hand und somit auf eure Handgelenke abgibt. Wann ist das der Fall? Das ist vor allem dann der Fall, wenn wir mit den Geräten länger arbeiten, also beim Putz runterstemmen, beim Fliesen runterstemmen oder eben auch beim Schlittstemmen. Unsere Geräte sind hierzu alle im oberen Bereich des Griffs eben komplett vom Schlagwerk entkoppelt und wir haben hier eben so ein leicht federndes Element eingebaut.
Bei Metabo und bei Festool ist es so, dass wir hier eben auch so ein Gelenk hier unten haben, wo das Ganze hier nochmal zusätzlich von dem Schlagwerk entkoppelt ist. Bosch macht es hier so, dass der ganze Bereich hier im Griff hier unten eben komplett aus Gummi ist und somit auch hier die Entkopplung vom Schlagwerk relativ gut ist. Bei Milwaukee ist der einzige Unterschied hier, wir haben hier nicht so ein gummiertes Element, sondern wir haben hier mehr das Hartplastik und ich finde auch, dass dieses Gerät hier am wenigsten vom Schlagwerk entkoppelt ist. Beim Lieferumfang haben klar Milwaukee und Metabo die Nase vorne. Diese liefern neben dem Tiefenanschlag und dem Handgriff eben auch noch ein Standardbohrfutter mit Durchmesser 13 mm mit. Bei Bosch und Festool ist es so, dass es auch ein Standardbohrfutter gibt. Dieses wird dann über die SDS Plus Aufnahme eingespannt und man hat dann eben auch die Möglichkeit zu bohren. So, dann können wir auch direkt mit unseren Tests beginnen. Also Bohrer nehmen, in die Aufnahme einsetzen und stopp, jetzt haben wir einen Fehler gemacht. Wir müssen hier unseren Werkzeugschaft einfetten, damit wir eben länger Freude mit unseren Geräten haben. Also einfach Tropfen Fett drauf und dann geht's auch schon los. Fazit nach unserem Test ist, dass unser Akku Bosch Bohrhammer hier am schnellsten die Löcher in unsere Testmaterialien gebohrt hat. Bei Festool muss man leider sagen, dass dieser am langsamsten war, was aber auch eben zu erwarten war, weil er laut den technischen Daten mit 1,8 Joule die niedrigste Schlagenergie hat. Kommen wir erstmal zum Milwaukee M18 CHX. Hier sind mir zwei Punkte negativ aufgefallen. Das ist zum einen der Handgriff, der hier komplett aus Hartplastik gefertigt ist und zum anderen die Umschaltbarkeit der Grundfunktion. Die Umschaltbarkeit funktioniert hier wirklich extrem hart, extrem zäh. Wenn ich hier in eine andere Funktion wechseln möchte, muss ich wirklich viel Kraft aufwenden, um eben in eine andere Funktion zu kommen. Positiv sind mir zwei Punkte aufgefallen. Das ist die variable Verstellung des Tiefenanschlags. Einfach hier drauf drücken, Tiefenanschlag einstellen und wieder loslassen. Und schon bin ich hier eben in der gewünschten Tiefe zum Bohren. Das Allerschönste ist aber beim Milwaukee das System für das Schnellspannbohrfutter hier. Ich kann hier über einen Schnellwechselmechanismus einfach die SDS Plus Aufnahme herunternehmen und dann das Standardbohrfutter, das eben im Lieferumfang enthalten ist, einstecken.
Beim Bosch GmbH 18V26 ist mir eigentlich nur eine Sache negativ aufgefallen. Und das ist eben, dass ich den Akku für die Ladestandsanzeige herausnehmen muss. Ansonsten hat mich der Bosch-Hammer hier komplett überzeugt. Er war für mich der Beste im Test. Wir haben beim Bosch-Hammer eine EPC-Funktion. Das habe ich anfangs noch gar nicht gesagt. Diese erlaubt es uns eben, dass das Gerät nur mit 70% der Leistung fährt und dass wir eben auch dann beim Ansetzen an unserem Putz, beispielsweise in Leitungsnähe, das Gerät langsam hochfahren. Das ist das einzige Gerät, das diese Funktion eben hat. Wir haben beim Bosch Hammer auch wieder die Funktion, dass wir den Tiefenanschlag hier stufenlos über das Draufdrücken hier verstellen können und so eben auch relativ variabel, also ohne Lockerschrauben des Griffs einstellen können. Bosch hat insgesamt die beste Gummierung meiner Meinung nach. Wir haben hier den Handgriff vorne komplett gummiert und dann im hinteren Bereich eben auch an allen nötigen Stellen oder an allen Stellen, wo wir mit unserer Hand hinkommen, eine super Gummierung. Nächster in unserem Fazit ist der Festool BHC 18. Hier ist mir negativ aufgefallen, dass wir, wie anfangs schon erwähnt, keine Meißelfunktion haben. Ein negativer Punkt ist eben hier auch noch, dass wenn ich den Akku entnehmen will, muss ich erst den Handgriff locker schrauben. Ich demonstriere es mal kurz. Akku raus und ich stehe hier vorne eben schon am Handgriff an. Jetzt könnten kritische Stimmen sagen, mach halt einfach deinen Handgriff ein bisschen zur Seite, dann funktioniert das mit dem Akku auch. Das kann ich gern machen, zur Seite drehen. Und jetzt wieder festdrehen. So, jetzt habe ich aber das Problem, dass wenn ich das Gerät in meine Box einlegen möchte, steht mir der Griff hier über und ich muss, dass ich den Deckel zubekomme, wieder den Handgriff lockern. Alles in allem ist das Gerät aber wirklich sehr hochwertig verbaut und wenn ihr nur Bohrarbeiten habt, dann könnt ihr dieses Gerät ohne schlechtes Gewissen kaufen. Kommen wir jetzt zum letzten in unserem Test. Das wäre der Metabo KHA 18 LTX BL24 Quick. Naja, ziemlich langer Name. Hier sind mir zwei negative Sachen aufgefallen. Das erste wäre hier die Ladestandsanzeige am Akku. Die ist wieder nur erkennbar, wenn ich den Akku herausnehme. Das zweite Kriterium wäre hier die Einstellung der Meißelposition hier vorne. Ich kann eben bei der Umschaltung der Grundfunktion hier nicht genau sehen, wo ich den Meißel drehen kann. Das ist bei den anderen Maschinen anders. Positiv ist mir hingegen aufgefallen, dass ich wieder einen Schnellwechselmechanismus für die Bohrfutter habe. Ich setze hier wieder einfach oder tausche hier einfach mal die Bohrfutter aus und dass eben ein 13 mm Spannbohrfutter im Lieferumfang enthalten ist. Das zweite Positive, was ich an dem Gerät sagen kann, das ist, dass die Umschaltbarkeit der Grundfunktionen hier wirklich am allerbesten funktioniert. Ich kann auch wahrscheinlich mit Handschuhen relativ einfach hier die Grundfunktionen umschalten und das ist wirklich der beste Mechanismus von den vier Geräten. Wir sind jetzt fast am Ende unseres Videos angekommen. Ich habe für euch noch eine Gegenüberstellung aller vier Geräte hier unten im Video angefügt. Mein Name ist Martin und ich mache für euch in Zukunft regelmäßig Produkttests. Wenn ihr also irgendwelche Geräte habt, die ihr gerne in unseren Tests sehen wollt, schreibt es einfach mal in die Kommentare rein. Wir versuchen diese dann natürlich auch zu machen und für euch die besten rauszusuchen. Wenn euch unser Video hier gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir ein Like hier lässt. Wenn ihr nichts verpassen wollt, dann abonniert einfach unseren Reidl-Kanal. Ich bin jetzt fertig für heute und verabschiede mich hier ins Wochenende. Ich wünsche euch viel Spaß bei euren Projekten.